Hallo Schönheiten, ich wollte euch ganz gerne zwei Beauty-Bücher vorstellen, die ich gelesen habe und die ich sehr empfehlenswert finde. Und zwar das erste kennt ihr schon aus meinem Nachts um 3 Haul aus dem Januar und ich hätte so gern nochmal Nachts um 3 gehault, aber ich habe es seitdem gelassen. Das ist Lauren Conrad Beauty und ganz, ganz viele haben mich gefragt, ob ich dazu mal eine Buchreview machen kann. Und da, 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 hier ist sie. Das andere Buch ist Skin Rules von einer Autorin, die ich nicht mal aussprechen kann, Deborah Jellyman, ich weiß es leider nicht genau. Das ist eine Dermatologin von der Fifth Avenue, die angeblich die Stars und Sternchen behandelt. Und das hat mich sehr, sehr angezogen. Kommen wir erstmal zu Lauren Conrad Beauty. Also die beiden Bücher unterscheiden sich schon. Erstmal, Lauren Conrad Beauty ist illustriert mit Fotos, nicht nur von Lauren Conrad, sondern auch von anderen Models, die ihr Modell gestanden haben, weil sie verschiedene Looks an verschiedenen Leuten erklärt. Hier werden Tools erklärt, also auch so Fotografien von den verschiedenen Tools, von Make-up-Schwämmchen. Sie beleuchtet nicht nur Haare, Nägel und auch so Hautpflege und Make-up, Ernährung und Schlaf und Gesundheit und was davon wichtig ist für die Haut. Das hier ist eher ein Buch, was wirklich sich nur um Haut dreht. Aber hier sind auch ganz viele tolle, spannende Tipps drin. Aber ich erzähle euch, glaube ich, am besten erstmal was über dieses Buch hier. Es ist super anschaulich gemacht. Also hier sind Fotos drin, noch und nöcher. Es ist wunderschön gegliedert. Es ist nie sehr viel Text direkt hintereinander zum Lesen. Lauren Conrad hat hier sogar ihre eigene Beauty-Geschichte praktisch. Und hier ist mal das Inhaltsverzeichnis. Preparation, also alles, was praktisch die Basics sind. Hautpflege, Haarpflege und auch so Gesundheit und wie Stress sich auf so Haut auswirkt. Ich finde das super, dass sie das so aufgebaut hat. Und dann halt Make-up, so Kreativ-Make-up und Haare, Frisurenanleitungen sind hier drin. Beauty through the Decades. Also es ist ein eher allumfassendes Buch, was so ein bisschen alles aufgreift. Viel Basics. Für mich waren aber trotzdem so ein paar Sachen dabei, die was Neues waren und die auch irgendwie inspiriert haben, da vielleicht nochmal back to the roots zu gehen und nochmal so allein sich das so wieder zu veranschaulichen, was eigentlich wichtig ist, das finde ich sehr, sehr schön. Sie hat jetzt mir nicht den absoluten Horizont eröffnet, was aber daran liegt, dass ich mich super viel mit dem Thema beschäftige und einfach schon recht viel weiß. Ich glaube aber, es wäre super für Anfänger. Ich möchte aber damit sagen, es ist nicht nur für Anfänger geeignet. Also ich würde es sehr, sehr schön finden zum Verschenken oder für jeden, der jung ist. Ich habe leider Bobbi Brown Make-up Manual nicht gelesen, sonst könnte ich euch dazu irgendwie einen Vergleich machen. Es ist auch anders als Style von ihr und man kann auch beide Bücher haben, wenn ihr mich fragt. Und dann das nächste, Skin Rules von der besagten Dermatologin. Ich bin ja jemand, der sich sehr für Hautpflege interessiert. Und sie hat wirklich 77 Regeln aufgeschrieben. Sie spricht auch sehr viel an, also auch Schlaf und so. Also es ist nicht so, als würde Lauren Conrad sehr auf Gesundheit herumtipsen und dieser Autorin nicht. Es ist schon sehr praxisbezogen und sie erwähnt auch einzelne Produkte, die sie empfehlen kann, was ich sehr, sehr gut finde. Leider ist es sehr amerikalastig. Also die Produkte, viele von denen sind amerikanisch und gar nicht hier bei uns zu kaufen. Aber das ist schon in Ordnung, weil so ein paar doch dabei sind, die es ja auch gibt. Und was soll man denn machen? Ich meine, ich kenne kein Buch von einem deutschen Dermatologen, der sowas gemacht hat. Die Bücher sind übrigens beide auf Englisch. Und ich finde, sie macht auch sehr allumfassend so Beratung, aber sie stellt auch klar, dass das jetzt zum Beispiel keinen Dermatologen ersetzt. Aber sie erzählt viel über Akne und über Rosazea und Ekzeme und gibt da so Tipps und auch Anti-Aging finde ich sehr spannend, was hier in diesem Buch steht. Und sie lässt einen auch so ein bisschen Einblick haben in diese Welt der Sternchen, die sich so bestimmte Sachen machen lassen. Und nachdem man das Buch gelesen hat, ist man ein bisschen beruhigter, dass die ganzen wunderschönen Frauen, die da draußen herumlaufen, vielleicht nicht ganz so 100% Natura wunderschön sind, sondern vielleicht auch ein bisschen nachgeholfen haben. Ich bin jetzt nicht jemand, der darüber nachdenkt, sich so ein Treatment machen zu lassen, aber ich finde es sehr, sehr spannend, darüber zu lesen. Ich bin da auch gerne auf dem neuesten Stand. Sie hat aber auch viele Basics, also UV-Schutz und das Peelen von Haut und welcher Hauttyp was wie viel ungefähr machen sollte. Übrigens empfiehlt sie auch den Clarisonic und da bin ich ja natürlich ganz am Zähne in den Nägeln versenken, weil ich ihn unbedingt haben will, aber er ist so teuer und ich weiß halt nicht so richtig, ob das was für mich wäre. Und wenn man irgendwie, ich glaube, 180 € oder sowas für so ein Produkt bezahlt, dann
Sie denkt zum Beispiel übrigens nicht, dass Anti-Aging-Produkte nutzlos sind. Da streiten sich, glaube ich, einige drüber. Sie schreibt über viele Sachen etwas, was ich mir schon länger gedacht habe oder was ich mir woanders auch schon angelesen habe und was ich auch schon von Dermatologen gehört habe. Aber dann gibt es auch wieder Sachen, wo ich so nicht unbedingt hundertprozentig zustimmen würde. Aber wie gesagt, ich bin halt der Endverbraucher, der das für sich selbst entscheidet, selbst wieder filtern und selbst entscheiden, wie sehe ich das Ganze und wie ist diese Information und alles mal wieder so selbst von sich aus betrachten und nicht alles immer als gegeben nehmen. So, das ist immer meine Herangehensweise an Hautpflege. Und ich finde, sie hat viel aufgegriffen, wovon ich überzeugt bin. Hier sind auch Sachen drin, wo ich sagen würde, nee, aber wie gesagt, muss jeder für sich selber wissen. So. Es ist definitiv eine Lesestunde wert. Und übrigens bin ich super schnell da durchgerauscht. Und das ist vielleicht eher was für Leute, die wirklich interessiert sind an Hautpflege. Also das sind die beiden Bücher. Ich kann sie euch eindeutig empfehlen. Ich glaube, Lauren Conrad kostet 15 Euro und ich glaube, das hier kostet 20, aber es ist auch ein Hardcover. Beide sind auf Englisch, beide habe ich über Amazon gekauft und ich kann sie euch empfehlen. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Tschüss!